Grüß euch, ich bin die Tante Camilla. Ich bin der Klaus und die Tante Camilla zeigt mir einige hilfreiche Tipps und Tricks. Seit langer Zeit beschäftige ich mich schon mit Kräuter und Hausmitteln. Und jetzt möchte ich einmal zeigen, wie man Hustensaft macht für einen trockenen Husten, dass der Schleim gelöst wird. Ja, wir verwenden da heute einen Thymian und einen Salbei. Wir schneiden das jetzt einmal alles her, sehr fein. Also ganz klein, ist auch ein paar Millimeter Stickerl. Ja, Schnitt. Genau, das passt, bis du schneidest. Wie viel braucht man in etwa? Ich sage jetzt so eine gute Hand. Beim Salbei kannst du einiges herschneiden. Der Salbei riecht ganz, ganz intensiv, gell? Ja, der Thymian auch. Das ist immer so, wenn man es klar schneidet, dann kommt man einfach die Inhaltsstoffe raus. Und da riecht man es dann weit intensiver, als wenn man bei der ganzen Pflanze hört. Ist das auch besser, wenn man es kleiner herschneidet, weil eben dann die Stoffe besser rauskommen? Ja. Schau, das können wir dann gleich so reingeben, weil da machen wir dann den Tee. Also Thymian, Salbei haben wir mal in den Topf und da machen wir dann einen Tee draus, sagst du. Ja, der Thymian ist allgemein auch für die Bronchien, für die Lunge, alles total gut. Das heißt, den kann man auch so nehmen, wenn man nicht gerade einen Husten hat, sondern genau. Auch wenn man sich jetzt nicht ganz so fit fühlt vielleicht oder überhaupt Probleme hat mit den Genau, mit den Bronchien, da ist es zum Beispiel ganz gut, dass man jeden Tag vielleicht so ein Esslöffel voll von dem Sirup nimmt. Das Wasser kochen wir sich auf und das lassen wir nachher da dazu für unseren Tee. Genau. Und den Tee, den lassen wir dann ziehen. Mit einer Deckel drauf, da geht es ja um die ätherischen Öle, weil die verflüchtigen sie sonst. Und darum lassen wir da einen Deckel drauf. Okay, das heißt, der Dampf wird gleich wieder aufgesammelt, bleibt im Topf. Genau. Und somit können die Öle nicht entweichen. Kocht eh schon. Können wir schon nehmen. Das ist immer wieder wie heiß, da ist immer wichtig, dass man gut schaut. Da haben wir jetzt gleich einen Deckel drauf. Den Tee lassen wir jetzt über Nacht stehen und dann tun wir wieder weiter. So, den Tee, den haben wir jetzt über Nacht ziehen lassen. Schau, kannst du mal riechen. Voll intensiv schon. Genau, und den seiben wir jetzt einmal ab. Jawohl. Also da schauen wir auch wieder, dass der letzte Rest rausgeht aus den Blättern, genau. Lassen wir nichts drin. Und da rührst du jetzt den Honig ein, so, ich sag jetzt, schauen wir mal, wie viel das wir haben. Wir haben jetzt so 300 Milliliter, so 15 Löffel Honig. So 15 Löffel? Ja, so 15 Löffel ungefähr. Das heißt, wird ja ein wenig so Sirup. Der wird ganz schön süß danach. Genau, okay. Dann tun wir es auf Platten, das kochen wir jetzt nur mal auf. Und wenn es dann aufgekocht ist, dann lassen wir es wieder 2 bis 3 Stunden stehen. So. So, jetzt warten wir, bis das gekocht ist. Dann vermischt er sich auch besser, gell, weil der Honig hat sich ein wenig angesetzt. Genau, oder? Genau. Und dann können wir es einfach wieder stehen lassen. Den Löffel kannst du nicht drinnen lassen. Wird der dann noch fester oder bleibt der so flüssig? Nein, das wird schon wieder fester. Darum lassen wir ihn nachher dann wieder stehen. So, jetzt müssen wir warten, bis es gekocht ist. Braucht man da eine gewisse Temperatur oder kann ich einfach auf Maximum dran? Nein, da kannst du einfach auf Maximum dran und der ist einfach, der Hustensaft ist einfach total gut schleimlösend. Er ist reizlindernd, also gerade bei einem Reizhusten ist der total gut, weil der beruhigt alles. Also ich habe ihn immer im Winter daheim. Und Thymian ist sowieso recht berühmt auch für die Lunge, für die Bronchien. Wenn du so riechst, die geht richtig tief ein. Das heißt, den kann ich zum Beispiel nehmen, wenn ich jetzt noch nicht einmal einen Husten habe, sondern genau, ist auch nicht vorbeugend. Also es wird ja ganz oft gemacht bei Leuten, die es einfach wissen, dass sie empfindlich bei der Lunge oder bei den Bronchien sind. Die nehmen zum Beispiel ab Herbst in der Früh jeden Tag einen Esslöffel Thymianhonig, also den Sirup. Beim Honig hast du einen besonderen Nummer? Ganz einen normalen Bio-Honig. Also ich schaue immer, dass österreichische Qualität ist. Weil ich bin jetzt schon drauf gekommen, weil die Bio-Honig gibt es ganz viel aus Spanien und überall. Ja. Also da muss man eben genau schauen, wo es draufsteht. Ja genau, auf der Etikette.
Also einmal aufkochen reicht. Genau. Und jetzt warten wir 2 bis 3 Stunden und dann füllen wir rein die Flaschen. Ja. Unseren Hustensirup mit Salbei und Honig haben wir jetzt ein paar Stunden stehen gehabt und jetzt können wir ihn abfüllen in die Flaschen. Und der Konsistenz, wenn es nicht genauso ist wie bei uns, gell, das ist nicht tragisch, oder? Nein, gar nicht. Das kann man auch immer ein wenig schwer sagen, wie dickflüssig oder dünnflüssig das er wird. Weil es kommt auch immer ein wenig auf den Honig drauf an, was man rein tut. Also der wird einmal dünn und einmal dicker. Das ist so, wenn man die Sachen selber macht, da kann man nicht immer ganz genau sagen, dass immer die gleiche Konsistenz hat, dass immer gleich ausschaut. So genau werden wir nicht sein, aber das ist ein wunderbarer Hustensaft. Ich finde, der eignet sich ja wieder schön zum Verschenken. Gell? Genau, du hast als Christkindl kannst du der Mama schon machen. Ja, ja, nein, das überlege ich mir.